Rüber bei uns im Studio wurlt es heute richtig, weil es sind sehr viele Gäste da. Hier zum Beispiel sind jetzt die Regenbogenkinder, das ist der Chor der Hauptschule in Gerersdorf. Und auch die haben sich für Licht ins Dunkel sehr eingesetzt. Hertha Rüdlitschka, Sie sind die Schuldirektorin. Was haben Sie denn gemacht für Licht ins Dunkel? Ja, die erste Produktion, die wir gestartet haben, da haben wir ein Jahr dran gearbeitet. Das ist unsere neue CD, sie heißt Schneeflocken fallen. Und die haben wir mit unserem Chor, den Regenbogenkindern, aufgenommen. Und haben gehofft, dass sie sich gut verkauft, sodass wir Geld für Licht ins Dunkel auftreiben können. Aber nicht nur das, auch meine dritten Klassen haben gesagt, auch wir müssen was tun. Wir haben am Adventmarkt einen Stand aufgestellt und haben dort verkauft. Und die Eltern und Lehrer und Kinder waren sehr fleißig. Ja, und dann haben wir auch noch in der Schule gesammelt. Ich habe die Kinder, die Eltern und meine Lehrer gebeten, auch noch was beizusteuern. Und so habe ich heute, und darüber bin ich sehr froh, einen Betrag von 2000 Euro mit, wo wir sehr froh sind, dass wir den für Licht ins Dunkel aufgebracht haben, weil es wunderschön ist, für Menschen etwas zu tun, denen es nicht so gut geht. Frau Rüdlitschka, da kann man auch wirklich stolz darauf sein, dass Sie sich auch so einsetzen. Was ich nämlich auch unbedingt wissen wollte, wie funktioniert das? Ich meine, in der Schule lernt man ja auch was. Wie machen Sie das dann mit einer CD-Produktion? Sind dann alle Schülerinnen einfach nach dem Unterricht noch da, privat in ihrer Freizeit? Ja, da geht viel Zeit drauf, das ist klar. Wir haben wohl unsere Chorstunden, aber die haben nicht ausgereicht. Also in der Schule, wir sind sehr gut dran, wir haben ein eigenes Tonstudio in der Schule. Das ermöglicht natürlich sehr vieles. Mein Mann schreibt die Musik für die Lieder und dort wird dann aufgenommen. Mit den Solosängerinnen, oft mit dem ganzen Chor, je nachdem. Da geht Freizeit drauf, aber es macht sehr viel Spaß. Die Regenbogenkinder der Hauptschule in Gerersdorf. Jetzt wollen wir es natürlich auch hören. Die neue CD, die hat den Titel Schneeflocken fallen. Das Lied hat Ihr Mann geschrieben, ja, der Franz Rüdlitschka. Und jetzt werden wir es auch hören. Hier sind die Regenbogenkinder. Der Schnee.